Wir hoffen ja, dass unser Reporter Sven Tietzer das noch besser drauf hat als wir beide hier. Ja. Denn er ist heute eingeladen in Hamburg von einem der bekanntesten Zauberer des Nordens überhaupt, nämlich von Vitus Witt. Sie kennen ihn ganz bestimmt. Und Sven, wo bist du denn? Sag doch mal, hast du denn schon einen schönen Zaubertrick gelernt? Was hast du drauf? Nicht so gut wie wir. Den ersten Zaubertrick kann ich euch jetzt zeigen. Achtung, ich mache uns jetzt mal kurz verschwommen. Und wenn Sie die Brille jetzt wieder aufsetzen, zack, sind wir scharf wieder für Sie da. Das war natürlich fauler Fernsehzauber, Herr Witt. Super, wirklich toll. Ja. Aber ich habe heute das große Vergnügen, dass ich tatsächlich schon einen Zaubertrick gelernt habe. Schaut mal hier, ich habe hier zwei Bindfäden, ne? Hier so in der Länge, hier oben spitz zugereicht. Wenn ich das jetzt einmal in die andere Hand nehme, dann sehen Sie, ich habe ja auch hier keinen Kleber, gar nichts Ähnliches. Lege den einen Faden nach oben und zack, ist das Ganze ein Faden. Heute, wow. Heute hier gelernt. Ja, danke, dass Sie mir das gezeigt haben, Herr Witt. Haben Sie gut gemacht, wirklich. Wie können wir Ihre Zauberkunst zusammenfassen? Gibt es einen speziellen Bereich? Sagen wir Kammerkunst, nicht? Im Gegensatz zu Kollegen, die in großen Hallen auftreten, mache ich die Kammerkunst der Zauberkunst. Das ist übrigens sehr interessant. Vielleicht können wir das mal eben zeigen. Wir sind hier in Ihrer Galerie der Zauberkünste. Ja. Und hier ist das Besondere, dass Sie so nah sind. Ein Schritt und Sie sind sofort bei Ihrem Publikum. Ist das nicht toll? Ist das, was ist da die besondere Herausforderung? Die Herausforderung ist die Nähe. Die ist die Nähe, dass ich halt wirklich weiß, sie gucken mir genau auf Hände und Füße und auf ins Gesicht, überall. Aber es ist auch das Schöne für mich, dass ich mit meinen Zuschauern sprechen kann. Ich kann jeden Einzelnen ansprechen, ich kann jeden sehen, kann jeden mit einbeziehen. Also das ist eine sehr schöne Kommunikation, die in so einem kleinen Raum zustande kommt. Aber jetzt hätten wir gerne auch eine kleine Probe. Also wir würden gerne was sehen. Proben oder soll ich was richtig machen? Ja, was richtig. Also. Wir haben vorhin hier in einem kurzen Vorgespräch mal was über Uri Geller gesagt. Sie können sich noch an Uri Geller erinnern? Ja, der hat die Löffel und die Ohren verbogen. Ja. Ich hatte mir damals so eine kleine Parodie ausgedacht, habe auch zufällig so einen Löffel dabei. Und etwas reiben, wie es damals tat, wie es der Uri tat, muss ich natürlich auch. Sie können gerne mal fühlen, ob es schon kalt wird. Ja, Wahnsinn. Ist Wahnsinn, nicht? Mhm. Also ein bisschen konzentrieren muss ich mich ebenfalls. Ich hoffe, Sie schauen jetzt bitte mal gut hin. So. Oha, da passiert alle Wetter. Das war aber ein stabiles Ding, ne, bis eben noch. Ja, das kostet mich jedes Mal einen Löffel. Ah ja, okay. Hauptsache, Sie geben mir einen Löffel nicht so schnell ab. So, und da, hier, mal kurz in die erste Reihe gefragt. Fragt man sich da, was da jetzt passiert ist, oder? Schon nicht normal, auf jeden Fall. Aber man kann ja auch genau hingucken, ne? Ja, aber man sieht es nicht. Ja, ärgerlich, oder? Ja, natürlich. Man ärgert sich da ein bisschen, ne? Immer, auf jeden Fall. Gut, Herr Witt. Wir wollen einen kleinen Rundgang machen bei Ihnen. Ja, gerne. Ja. Denn wir sind ja nicht ohne Grund zu Wollen Gast. Sie mal hinter den Vorhang schauen? Ach ja, genau. Hinter den Vorhang wollten wir zuerst schauen. Ja, denn da habe ich ja was von dieser Ausstellung noch aufgebaut. Genau. Zum Thema Schweben. Das ist die derzeitige Ausstellung. Ja. Und da gucken wir uns mal hier unten um und sehen in diesem Buch, das ist ein Buch der Zauberkünste, nicht wahr? Das ist für Zauberkünstler. Das ist wie alt? Das ist nicht so alt, das ist in den 60er Jahren herausgekommen, aber es werden da drin Kunststücke beschrieben. Und da kann man also lernen, wie man ein Kunststück vorbereiten kann, ob man es dann vorführen kann, das ist die andere Frage. Und hier wird die Technik beschrieben, wie man eine Dame schweben lassen kann. Also explizit, ne? Explizit. Hier mit Rollen und Seil und was war ich da? Ja. Also Sie verraten hier schon den einen oder anderen. Verraten kann man nicht sagen. Ich lasse die Zuschauer mal hinter die Kulissen schauen, weil ich glaube, das ist doch ganz interessant, mal was von meinem oder unserem Beruf mitzugeben. So, dann gehen wir mal nach nebenan und schauen uns in Ihrer Galerie ein wenig um. Sie haben ein Faible für alte Zauberkästen. Ja. Und hier sehen wir einige, alleine der hier, ne? Heute ist alles aus Pappe und Plastik, der ist noch hier richtig schön. Der ist aus Holz. Von wann ist der? Etwa 1924, 1925 so, aus Amerika, von einer sehr berühmten Firma, Gilbert Mysto Magic Set. So, und dann haben wir hier einen von 1800 anno dazumal. Fasziniert Sie sowas? Würden Sie heute gerne mit diesen Materialien noch zaubern? Ach, das eigentlich weniger. Mich reizt natürlich die Art und Weise, wie so ein Zauberkasten hergestellt worden ist. Nicht? Ich komme so ein bisschen, habe ich in meinem Studium mit gelernt, das Buchbinden und so weiß ich. Also jeder Zauberkasten aus der Zeit ist ein Unikat, weil der ja wirklich von der Hand gefertigt worden ist. Also es ist keine Massenware, es ist nicht Plastik gestanzt oder sonst was. Und das fasziniert mich, wenn ich sehe, wie das hier verarbeitet worden ist, die Goldkanten, welche Mühe man sich gegeben hat. Also das ist für mich in der Tat mehr ein Kunstobjekt heute als ein Zauberobjekt. Und wenn
jetzt jemand das zu Hause sieht und sagt, Mensch, auf dem Dachboden habe ich auch noch so einen ganz alten Kasten. Ist der tatsächlich was wert oder sind das ideelle Werte? Ach, das ist wie bei jedem Sammelobjekt. Nicht? Frage reguliert den Preis und für einen ist das, was toll ist, für den anderen ist das, was toll ist. Also das ist jetzt nicht jetzt so einen Marktwert. So ein alter Kasten rangiert natürlich schon im Allgemeinen so im Spielzeugbereich. Ja. Und es gibt Spielzeugauktionen, da haben die schon einen gewissen Wert, ja. Okay, alles klar. Wir werden gleich noch einen Zaubertrick drüben machen auf unserer großen Bühne. Ja, Ihnen assistieren. Ja. Ups. Sie sollen. Sie jetzt sollen. Bin ich gegen den Zauberkasten gerannt. Alles gut. Vorher möchten wir Sie aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Ein guter Zauberer braucht keine große Bühnenshow. In seiner Galerie verzaubert Vitus Witt sein Publikum und die Besucher mit anderen Mitteln. Seine Sammlung alter Zauberkästen ist die größte Deutschlands. Seit den 60ern hat er unzählige Raritäten zusammengetragen. Der Großteil stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Damals war die Zauberkunst in deutschen, französischen und englischen Salons ganz große Mode. Für die gehobene Gesellschaft. Mit diesen Zauberkästen wurde ja auch die Zauberei populärer. Denn jetzt konnte man so en bloc die Zauberkunststücke in einem Kasten anbieten und in die Familien hineinbringen. Das war in den Familien gern gesehenes Hobby. Mann, so ein Schwindel. Das glaube ich nicht. Alles im Ärmel. In den 70ern verzauberte Witt sein Publikum noch auf der Straße. Hier entdeckte ihn Moderator Jean Pütz und brachte ihn als Fernsehzauberer zum WDR. Der Startschuss seiner internationalen Karriere. Will you please welcome from Germany, Vitus Witt. Zauberei wird oft mit Las Vegas und Glimmer Glamour in Verbindung gebracht, aber Zauberei hat ja auch im Kleinen, im Feinen eine ganze Menge zu bieten. Künstlerisch kann man sich, glaube ich, auch in meinem kleinen Raum, so wie ich es dann in der Salonzauberei mache, in der Galerie, auch besser, glaube ich, mit dem Publikum verständigen, weil Zauberei funktioniert ja immer nur zwischen Zuschauer und dem Zauberer. Die Tricks aus den Zauberkästen sind zwar alt, aber immer noch verblüffend. In vielen Zauberkästen findet man die sogenannten Eivasen. Das sind holzgetrechselte Vasen. Da ist ein Ei drin, wie der Name schon sagt. Das ist jetzt leer, wie man sehen kann. Stelle ich dorthin. Und dieses Ei, das lasse ich jetzt verschwinden und werfe es so quasi dazu. Zurück. Hokus pokus, simsalabim. Dann kommt es wieder zurück. Was die Zauberei ausmacht, ist das Wecken der Fantasie des Zuschauers. Und dazu brauche ich den Zuschauer. Ich muss ihn als Verbündeten haben, dass er es mir glaubt, was ich zeige und was ich tue. Da geht es also nicht um grelle Lichteffekte, sondern es geht da, den Zuschauer einzuspannen, ihn bei einem Gefühl abzuholen. Mit seinen neuen Zauberabenden will Witt die alte Tradition der Salonmagie wieder zum Leben erwecken. Im Winter tritt er jeden Freitag in seiner Galerie vor kleiner Runde auf, mit Tricks und Zaubereien aus über 40 Jahren Karriere. Damit sind wir wieder zurück, live in der Galerie für Zauberkünste von Herrn Witt. Jeden Freitagabend treten Sie auf. Jeden Freitag ist da hier die Galerie, der Zaubersalon. Ja. Und wenn ich das sagen darf, jeden Mittwochabend habe ich hier einen wunderbaren Kollegen, Jan Logemann. Der war übrigens Weltmeister der Kartenzauberkunst 2012 in England. Und der spielt sein Programm hier jeden Mittwochabend. Alle Wetter. Davon wollen wir natürlich was sehen, weil Herr Logemann hier heute mal zufällig beim NDR Ballmann-Nachmittag in der ersten Reihe sitzt. Und die Messlatte sehr hochgelegt. Ja. Ja, damit müssen Sie jetzt umgehen. Ja. Aber ich bin vorbereitet, unvorbereitet wie immer, weil ich dieses fantastische Instrument eigentlich immer mit mir rumschleppe. Muss man auf Partys wahrscheinlich auch ständig, wird man angesprochen, hast du die Karten dabei, zeigst du was? Spätestens jetzt, ja. Ah, ja, okay. Spätestens jetzt. Und ich darf Sie ganz kurz vorstellen, das sind Sie auch schon, diese 52 Assistenten, so unterschiedlich, wie Sie sein können. Und vorneweg, wichtig, wir haben nichts abgesprochen, ansonsten wäre es langweilig. Mich für verbürgen. Super. Dann geht es darum, vielleicht tun Sie mir den Gefallen und nennen Sie irgendeine Karte. Laut. Die Sie gerne. Ja, genau. Ich bin kein Gedankenleser. Pik Dame. Muss ich vielleicht dazu sagen. Es gibt ja auch Gedankenleser, die das. Und noch haben Sie die Möglichkeit zu ändern. Also Sie können irgendeine Karte nennen, Sie können noch mal wechseln, wenn Sie mögen. Müssen Sie aber nicht. Nö, ich bleib dabei. Super. Manchmal hat man ja Glück und wir schauen mal. Durchs Mischen mischt man zufälligerweise die Pik Dame nach unten. Das ist jetzt nicht der Fall. Vielleicht wurde sie aber auch nach oben gemischt. Mal schauen wir. Manchmal hat man Glück und sie auch in diesem Fall nicht. Und jetzt, Herr Tietzen, jetzt sind Sie dran. Wenn es bei mir nicht klappt, müssen Sie. Tun Sie mir den Gefallen und halten Sie Ihren Finger einfach auf die Karo 10 drauf und nennen Sie den Namen Ihrer Karte. Pik Dame. Pik Dame. Pik Dame? Mhm.
Soll ich den jetzt? Wenn es klappt. Darf ich gucken, oder? Ja, ja, ja. Alle Wetter. Wow! Das war jetzt nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Okay, jeden Mittwochabend wird man da verblüfft. Das ist doch toll. Hier, guck mal. Jetzt geht's mir wie Ihnen, wissen Sie? Ich bin direkt dabei gewesen und nicht verstanden, wie es klappt. Ich darf Ihnen jetzt noch assistieren. Und ich weiß auch jetzt wieder nicht, was auf mich zukommt. Richtig. Man wird ja immer als Zauberkünstler in den Verdacht gebracht, man hat so schnelle Finger. Ja, und ich zeige Ihnen heute mal, dass man sogar mit verbundenen, gebundenen, gefesselten Fingern Unmögliches möglich machen kann. Legen Sie bitte mal das Mikrofon zu. Sie fesseln mir jetzt die Hände? Nein, Sie fesseln mir die Hände. Ach so. Sie zaubern ja wohl nicht, nehme ich doch. Ich habe wieder so ein Stück Packschnur mitgebracht. Schauen Sie sich die erstmal bitte genau und gründlich an. Und während Sie sich das anschauen, gebe ich hier zu unseren Zuschauern zwei Ringe. Gleich vielleicht in der ersten Reihe, dafür sitzen Sie auch da. Einfach mal kontrollieren, ob die zu öffnen sind. So, das ist eine solide Packschnur. Sieht so aus, ja. Nicht elastisch. Nein, macht einen guten Eindruck. Halten Sie in jeder Hand ein Ende. Ja, habe ich. Ja, so oben. Dann lege ich auf die Mitte meinen linken Daumen lege ich da oben drauf. Und Sie machen bitte einen kräftigen Knoten drauf. Sehr kräftig? Ganz normalen Knoten. Also und jetzt richtig zählt. Ziehen Sie. Da ist mehr drin. Blutabschnüre. Macht das auch. Ja, wirklich so fest? Ja, 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 ja. Also ich halte den Finger drauf, Sie machen noch einen Knoten drauf. Der läuft auch so rot an, ne? Ja, ja, natürlich. So. Na gut. Und ist schon mal was schiefgegangen bei der ganzen Geschichte? Moment. Ich sollte doch gesagt haben, der Knoten darf zwar nicht aufgehen, der Daumen darf auch nicht abfallen. Nicht? Ja, ich wollte also, fragen. Was sich hier oben langsam verfärbt, das ist mein Daumen. So, aber jetzt nicht weiter so nah drauf bleiben, denn jetzt brauche ich wieder Bewegungsfreiheit, denn ich lege jetzt den zweiten Daumen exakt darunter. Sie können sehen, exakt darunter. Und Sie schlagen da bitte auch einen festen Knoten, damit Sie sich wenigstens gleichmäßig verfärben. Nicht? Ziehen Sie so noch ja, richtig fest? Ja, ja, ziehen Sie richtig. Ja, ja. Ziehen Sie fest. Ignorieren Sie die Tränen in meinen Augen. Hallo, so, ja, ich ziehe es auch sehr, 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 sehr gut. Ja, ja, ich brauche das. Noch einen drauf? Noch einen oben drauf. Das Paket wird dann so, richtig. Ja, feste Knoten. Oh. Jetzt schmeißen wir sie über Bord. Feste Knoten unten, feste Knoten oben, original Sven-Knoten. Ja. Die Ringe sind auch fest, ja? Ich darf Ihnen den abnehmen. Sven, gehen Sie vielleicht so ein bisschen zur rechten Seite, so, ja? Dann werfe ich Ihnen den zu und es gibt noch ein bisschen Schwung in die Veranstaltung. Sie schauen sich den Ring an und den zweiten Ring nehme ich auch und die werfe ich Ihnen auch zu. Ja? Und Sie schauen sich auch bitte beide Ringe an, sind wirklich fest verschlossen. Ja, da ist irgendwie nichts. Ja, gut. Alles gut. Wunderbar. Sie bleiben dort, ich gehe hier. Sie werfen mir einen Ring auf die Hände zu, genau so. Und wenn der so kommt, kann der auch so auf dem Arm landen. Aber ich zeige Ihnen, dass das nach wie vor alles fest verknüpft ist. Ja? Ja, ja, auch den zweiten Ring einfach draufgeworfen, ja. Und wenn der dann auf diesem Arm gelandet ist, dann kann der kräftige Applaus für den Sven eintreten. Hat er toll gemacht. Ne? Ja. Halten Sie mal mit beiden Händen fest. Dankeschön, dann kann ich Sie zur Seite legen. So, das war's. Ich danke Ihnen. Aber das bleibt verknotet. Das bleibt verknotet. Bis zum nächsten Freitag. Aha, verstehe. Jetzt müssen Sie mir eins verraten. Also geht da auch mal was schief bei der ganzen Geschichte? Ja, kann auch was schief gehen. Ja. Aber wie werden Sie denn jetzt weitermachen? Sie müssen das auch wieder aufknoten. Würde ich jetzt jemanden fragen, ob er mich aufschneiden kann. Aha. Okay. Ja, dann. Wir hinterlassen einen verblüfften Reporter Freitagabends bei Ihnen in Hamburg. 21 Uhr und mittwochs 20 Uhr. Und es ist eben das Besondere, wirklich hier, dieser enge Raum. Man kann Ihnen direkt auf die Finger schauen, wenn Sie da nicht verbunden sind. Die werden langsam sehr rot, die Daumen. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Ja, ich merke das schon. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Okay. Das ist Ihr Applaus. Ja, vielen Dank. Tietzer sprachlos, ne? Sven, dass du mal sprachlos bist, das haben wir, glaube ich, noch nie erlebt, oder? Hast du dir das jetzt gemerkt, da diesen